Herzlich willkommen, liebes Publikum, hier auf den Stühlen, natürlich auch zu Hause an Ihren Geräten. Mein Name ist Andreas Fuchs von der Firma DriveLock. Wir machen IT-Sicherheit made in Germany und mit unserer Zero Trust-Plattform helfen wir eben unseren Kunden, sich vor Cyberangriffen zu schützen oder vor den Folgen von Cyberangriffen und insbesondere auch vor dem Verlust wertvoller Daten. Und ich möchte Sie heute ein bisschen auf eine Reise mitnehmen und darstellen, warum es durchaus Sinn machen kann, auch Endgeräte, Endpoints mit einer cloudbasierten Lösung zu managen. Kein Security-Vortrag ohne Drohkulisse. Jeden Monat werden umgerechnet grob 90 Millionen Euro an Lösegeld bezahlt für Ransomware. Das ist Schadsoftware, die ihre Daten verschlüsselt oder stiehlt. Natürlich soll man eigentlich nicht bezahlen, manche tun es dann doch, weil sie dann nicht mehr einsatzbereit sind. Und der neueste Trend ist jetzt aber, und das ist eigentlich das Perfide dran, wenn Sie bezahlt haben, dann bekommen Sie einen erneuten Hinweis, dass gegen eine zusätzliche Zahlung Sie verhindern können, dass Daten oder sensible Daten im Internet oder im Darknet veröffentlicht werden. Und sicherlich setzen Sie auch einen Antivirus-Scanner ein, aber genauso auch wie die Unternehmen, und Beispiele gibt es ja in der Presse genügend, die haben das auch eingesetzt und offensichtlich hat es aber nicht geholfen, ausreichend vor dem Verlust von wertvollen Daten zu schützen. Und das hat auch einen Grund. Wohlgemerkt, jeden Tag gibt es eine knappe halbe Million neuartiger Schadsoftware. BSI hat andere Zahlen, im Jahr über 117 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der Glaube, Antivirus-Scanner, Lösungen können davor schützen, ist leider ein Irrglaube, weil wenn man allein schon dieses Umsatzvolumen anschaut, dann wird ja schnell klar, dass man es am anderen Ende nicht mit einem begrenzt intelligenten Kleinkriminellen zu tun hat, sondern da steckt eine richtige Industrie. Es gibt diese Hacking-Angriffe, es gibt durch Malware wird Schaden verursacht, aber es gibt einen weiteren Faktor, der wird ja auch immer erwähnt, der Faktor Mensch. Und es ist tatsächlich, dass jede Datenschutzverletzung oder 75% aller Datenschutzverletzungen eben jetzt nicht auf Hacking oder Malware zurückzuführen ist, eben, sondern auf den Faktor Mensch. Und das gliedert sich in Bereiche wie Insider-Leak oder unbeabsichtigte, aus Versehen Veröffentlichung, manches vielleicht auch bösartig, oder dann einfach der Verlust von Wechseldatenträgern oder Laptops, die dann einfach nicht da sind. Und wenn die Dinge dann nicht verschlüsselt sind, ist es dann eben Pech. Um die Killchain effektiv zu unterbrechen, braucht es mehrere Module, kritische Sicherheitskontrollen, die entlang der Killchain ansetzen. Also Killchains sind ja die Phasen eines Angriffs, um erfolgreich das zu verhindern oder, wenn ich es nicht verhindern kann, wenigstens Möglichkeiten habe zu erkennen, um es dann zu verhindern. Und wir bieten dazu unsere integrierte Plattform an mit verschiedenen Modulen, die eben entlang dieser Kette ansetzen. Warum mehrere Module? Das sogenannte Swiss Cheese Model hat sich etabliert, um Fehlerketten zu erkennen oder gar zu verhindern. Und jetzt stellen Sie sich mal die einzelnen kritischen Sicherheitskomponenten, also beispielsweise Device Control, Application Control, Antivirus, Firewall, Verschlüsselung, Endpoint Detection und Response, aber auch Security Awareness beispielsweise, als einzelne Scheiben vor. Und je mehr ich dieser Module habe und die Scheiben übereinander lege, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass Löcher übrig sind, die ich ja potenziell als Schwachstellen annehmen könnte, wo ein Angreifer durchkommen kann. Und je mehr ich davon übereinander lege, desto besser ist es dann natürlich. Und wie gesagt, wir bieten das an. Und früher war es ja ausreichend, ein Unternehmen zu schützen, indem ich im Prinzip eine große Barriere hatte. Aber heute arbeite ich ja immer und von überall her und deshalb brauche ich einfach verschiedene Module, die unterschiedlich agieren und ansetzen können. Wenn wir in ein Unternehmen reinschauen, dann sehen wir oft siloartige oder fragmentierte Technologien, die zur Sicherheit eingesetzt werden. Aber der Trend ist einfach alles in einer integrierten Plattform, weil die Module, die Summe, also die Module zusammen, ist mehr als jetzt die Summe der einzelnen Module. Beispielsweise, ich stecke ein Device an, dann wird es auf Viren gescannt. Oder ich fahre dann getriggert eine Security Awareness Kampagne, um hinzuweisen, sagen, hey, hast du eigentlich gewusst, dass die meisten Schadsoftware immer noch
durch den Einsatz unerlaubter Wechseldatenträger kommt und solche Dinge. Und deshalb ist es einfach wichtig, so eine gesamte Plattform bereitzustellen. Und da bieten sich insbesondere natürlich auch Cloud-Dienste an. Wie schon gesagt, früher war es ausreichend, ein Unternehmen durch eine dicke Firewall oder vielleicht sogar Zugangskontrollmechanismen zu schützen. Aber wenn wir jetzt an die digitale Transformation, Digitalisierung denken, dann werden solche Unternehmen zunehmend durchlässig. Weil die einzelnen Personengruppe, also vom Unternehmen, Partner, Zulieferer, Konsumenten, eigene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ja entlang der kompletten Wertschöpfungskette digital mit dem Unternehmen agieren. Das heißt, sie brauchen hier ganz andere Schutzmechanismen. Also sie müssen weg von einem perimeterbasierten Ansatz, eher zu einem datenzentrierten Ansatz nach dem Prinzip Never Trust, Always Verify, wie es im Prinzip auch das Buzzword von Zero Trust sagt. Und diese klassische Büros, und auch die Art und Weise, wie ich Endgeräte schütze, die gehört der Vergangenheit an, weil wir haben ja jetzt auch gelernt, dass Arbeitsplätze heute eher so aussehen. Und Sie müssen sich jetzt die Frage stellen, wie kann ich diese Geräte genauso managen, wie ich es mit Bürogeräten gemacht habe? Oder der Ansatz Hybrid Workforce. Wir haben ja gesehen, schon vor der Agenda, also Unternehmen, die schon eine digitale, Entschuldigung, vor der Pandemie, Unternehmen, die schon eine digitale Agenda hatten, die taten sich auch viel leichter. Und es ist ja nicht nur die Belegschaft, die ich zu Hause schützen muss und managen muss, sondern auch die IT-Abteilung, die Security-Teams, die arbeiten ja auch von überall her und müssen zugreifen. Und funktionieren jetzt noch Ihre Playbooks, die Sie früher hatten? Auch aus datenschutzrechtlichen Gründen haben Sie einen Bring-Your-Own-Device-Ansatz. Wie machen Sie denn das, wenn jetzt ein Cybersecurity-Vorfall im Homeoffice stattfindet oder irgendwo unterwegs? Können Sie dann darauf zugreifen? Können Sie den Rechner in Quarantäne schicken? Dürfen Sie das überhaupt? Das alles muss neu bedacht werden. Und neben der integrierten Plattform brauche ich jetzt eben auch die Möglichkeit, Geräte über Netzwerkgrenzen hinaus zu schützen. Überall. Und am Ende des Tages, was wir brauchen mit unserer Lösung, ist eigentlich nur eine Outbound-Connection, um sowohl die Belegschaft zu schützen, also die Kunden, die arbeiten, egal wo, im Homeoffice oder im Office, aber auch Fertigungsumfelder, kritische Infrastruktur, Operational Technology, die vielleicht gar nicht direkt mit dem Internet verbunden sind, aber indirekt, können wir dann mit einer hybriden Infrastruktur und Proxy-Konzepte so unterstützen, dass wir auch hier die Schutzprofile letztlich anwenden können auf den Endgeräten. Das Gleiche gilt auch natürlich für die Administration. Ein weiterer Vorteil sind die Bereitstellungsmodelle, die ich habe. Ganz rechts haben wir den klassischen On-Premise-Ansatz, alles ist beim Kunden installiert. Microsoft vergleicht das gerne mit dem Pizza-Modell. Also ganz rechts mache ich den Teig selber, über das Topping heizt den Ofen, schiebt die Pizza ein, deckt den Tisch und esst dann Pizza. In der Mitte habe ich die Security-Plattform. Hier greife ich auf die Tiefkühlpizza zurück. Den Ofen muss ich selber noch anmachen, ich muss auch Tisch decken, essen muss ich natürlich immer selber. Wer schon mal Pizza selber gemacht hat, und ich möchte Ihnen jetzt gar nicht zu nahe treten, der weiß, dass es gar nicht so einfach ist, eine Pizza geschmacklich gut und auch qualitativ gut herzustellen. Und wenn Sie nach ganz links gehen, dann sehen Sie das sogenannte Dining-Out-Modell. Hier konsumiere ich die Security. Ich gehe ins Restaurant, ich bestelle die Pizza, der Tisch ist schon gedeckt. Wenn ich einen Service dazu buche, habe ich vielleicht noch ein paar Kerzen auf dem Tisch und muss dann nur noch essen. Und wenn Sie nur eins aus dem Vortrag heute mitnehmen, dann, dass DriveLock in Sachen Security die beste Pizza anbietet. Und das ist im Grunde auch das, was wir anbieten. Das ganze Thema Infrastruktur angefangen und je mehr Services die Kunden zu buchen, desto mehr geht es dann in Richtung eines Full Managed Services. Es gibt aber noch weitere Vorteile, also neben der Fokussierung auf die Security, Sie haben eine sehr schnelle Bereitstellung, also das ganze Provisioning ist unheimlich schnell, Kunden laufen immer auf der aktuellsten Version, Sie haben gar keine Migrationskosten oder irgendwelche Kosten für eigene SQL Server, Migration, Installationen und so weiter. Die Downtime ist überschaubar, wenn oder sogar gar nicht vorhanden und die Plattform wächst auch mit den Kunden mit. Also das ganze Thema Verfügbarkeit, Failover, Skalierung ist abgedeckt. Und wenn wir uns jetzt nochmal zurückerinnern an das ganze Thema Homeoffice, hybride Infrastruktur, auch da haben Sie überhaupt keine Abhängigkeiten mehr, was Netzwerk angeht.
Vielleicht geht es dem einen oder der anderen, so wie diesem jungen Menschen, sagen, ah, Cloud ist aber doch immer noch irgendwie verdächtig. Na, wie geht das zusammen? Cloud und Sicherheit. Und es gibt im Prinzip 4 Mythen, die sich hartnäckig halten und diesem Cloud-Gedanken entgegenstehen. Das erste ist, naja, die Daten vor Ort, die sind doch aber viel sicherer. Wenn man jetzt aber die großen Hyperscaler anschaut, Microsoft, AWS oder Google, die investieren ja Unsummen in Security, weil die müssen ja diese Sicherheit bieten. Da kommt ein normales Unternehmen gar nicht mehr mit, weder finanziell noch organisatorisch. Oder Cloud bedeutet Kontrollverlust. Ich meine, die Tatsache, wer wo auf welche Daten Zugriff hat, hängt ja jetzt zunächst mal nicht ab, wo die Daten liegen. Liegen die on-prem oder liegen die in der Cloud, sondern ob sie ein Zero-Trust-Konzept fahren. Weil Zero-Trust sagt, zum Beispiel, also Least Privileges, gib dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin nur so viel Zugriff, wie sie auch wirklich benötigen, um mit der Applikation zu arbeiten. Aber nicht mehr. Oder unser eigenes Rechenzentrum ist günstiger. Oft werden noch initiale Infrastrukturkosten mit eingerechnet, aber dann hört es dann auch schon auf. Also Software-Updates kosten ja, SQL-Server-Migration kostet. Und wenn man den Total Cost of Ownership Kalkulator von Microsoft mal hernimmt, dann wird auch ganz schnell klar, dass eine Applikation, die aus Applikationsserver Datenbank besteht, innerhalb weniger Jahren unheimlich teuer werden kann. Und da sind Lizenzen und Maintenance noch gar nicht mit berücksichtigt. Oder auch, ja, aber unser Team ist noch nicht bereit für die Cloud. Natürlich stecken wir alle im täglichen Betrieb. Ja? Wir haben Regelaufgaben, wir müssen Feuer löschen und so weiter. Und wir haben gar keine Konzepte, uns um neue Technologien oder Konzepte zu kümmern. Aber die Angreifer, die haben diese Zeit und die bedienen sich der neuesten Technologie. Und deshalb braucht es eine Lösung, die immer auf der State of the Art ist. Datenschutz ist ein wichtiges Thema und natürlich vertrauen unsere Kunden auch in unsere Lösung, die eben auf Sicherheit, auf Datenschutz und Compliance beruht. Und es ist dann einfach wichtig zu verstehen, welche Daten wir auch erheben, verarbeiten und speichern. Und im Prinzip haben wir 3 Gruppen. Um es vorauszuschicken, wir machen hier eine rein zweckgebundene Datenverarbeitung. Wir haben zunächst mal die Schutzprofile, also was soll ich schützen, in welchem Modus habe ich diese Security Profiles, unabhängig von personenbezogenen Daten. Damit ich überhaupt weiß, was ich schützen muss, Endpoints, gegebenenfalls auch User, brauche ich natürlich ein Inventory, wo ich dann Software, Hardware, gegebenenfalls auch Userdaten bekomme. Die sind ja aber sowieso da, damit ich überhaupt das Regelwerk anwenden kann. Wen will ich in welchem Grad mit welchen Modulen schützen? Und für eine forensische Analyse beispielsweise, aber auch für die Dokumentation, ja, dass der Schutz auch da ist, haben Sie auch Eventdaten, die Sie erheben müssen. Wir arbeiten mit einem starken Partner zusammen. Microsoft Azure sorgt für die Vertraulichkeit der Daten, für die Integrität und natürlich auch für die Verfügbarkeit. Durch das globale Netzwerk an Rechenzentren können wir immer zur Verfügung stellen, dass wir zum einen Backup haben und zum anderen aber die Daten immer nah am Kunden verarbeiten. Und für den jeweiligen Rechtsraum gelten dann eben die Bestimmungen. Im deutschsprachigen Raum haben Sie natürlich neben den IT-Zertifikaten noch weitere Anforderungen an Gebäudetechnologie. Es gibt Backup-Server, beispielsweise haben wir ein Rechenzentrum in Paris, aber auch andere Rechtsräume wie jetzt USA oder APEC in Australien ist damit abgedeckt. Ja, und für die Kunden, die bereits schon eine On-Prem-Lösung haben, haben wir schon mehrere erfolgreiche Migrationen in die Cloud durchgeführt. Das geht auch relativ einfach und sehr schnell. Oder Sie starten einfach mit der Provisionierung. Wenn Sie beispielsweise bei uns auf die Website gehen, dann haben Sie innerhalb 10 Minuten einen Test-Tenant, einen Mandanten eingerichtet und können die ersten Versuche machen mit Sicherheit aus der Cloud. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, DriveLock ist IT-Sicherheit made in Germany. Unsere Plattform vereint die Elemente Data Protection, Endpoint Detection and Response und Identity and Access Management. Und wir stellen das insbesondere aus der Cloud heraus zur Verfügung, natürlich auch für Kunden on-prem. Ja, bleibt mir noch Danke zu sagen für Ihre Aufmerksamkeit. Gehen Sie auf unsere Website. Wenn Sie Fragen haben, wir sind auch am Stand 802 erreichbar. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.